Ja, schönen guten Morgen, auch im Namen des Frankfurter Bündnisses hier in unserer schönen Blockupy-Stadt Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr auf dieses Podium, die Diskussion dazu. Die Frage, die wir jetzt in anderthalb Stunden etwa erörtern wollen, ist, wo steht die Bewegung? Wir wollen ein bisschen, ganz kleines bisschen in die Vergangenheit gucken. Zu gucken, was haben wir eigentlich geleistet. Aber wir wollen natürlich auch schauen, wo können wir besser werden, wo soll die Zukunft sein unserer Bewegung. Und zum Einstieg möchte ich euch gerne etwas vorlesen, jetzt nicht irgendwie gleich Schreck kriegen, ganz kurz. Und zwar schreibt der Greenpeace TTIP-Ticker am 31.10.2014, da schreibt ein gewisser Jürgen Knirsch, kennt den jemand? Und also der schreibt jedenfalls, Debatte um TTIP, jeder zweite Deutsche findet TTIP gut. Ja, das war am 31.10.2014. Anderthalb Jahre später, am 4.5.2016, schreibt Spiegel Online, die Ablehnung gegen die Handelsabkommen TTIP steigt. Im ARD-Deutschland-Trend äußerten 70% der Befragten, dass ein solches Abkommen eher Nachteile für Deutschland bringt. Anderthalb Jahre liegen dazwischen. Ich finde, das ist ein unglaublicher Erfolg. Ja, wir haben es in anderthalb Jahren geschafft, dass sich die Einstellung, die eher so pro Handelsabkommen war, am Anfang gedreht hat. Ja, es hat mal jemand zu mir gesagt, so ein Redakteur der Zeitung Die Welt, ja, ihr habt ja vieles falsch gemacht, aber ihr habt die Kommunikationsschlacht um TTIP gewonnen. Darüber kann man diskutieren. Ja, aber ich glaube, diese Einstellungsveränderung bei so einem spröden Thema wie TTIP und CETA, das ist schon etwas Beispielloses und ich finde, das kann sich unsere Bewegung tatsächlich auf die Fahnen schreiben. Ich möchte mal ganz kurz bilancieren, was haben wir denn erreicht, was haben wir denn getan? Ich würde sagen, man kann das in drei Kategorien einteilen. Wir haben viel informiert. Da hat ATTAC, finde ich, zum Beispiel einen wirklich einen großen Beitrag geleistet, uns am Anfang überhaupt aufzuklären. Ja, was sind denn eigentlich diese Handelsabkommen? Worum geht es denn eigentlich? Was verbirgt sich hinter diesen Akronymen TTIP und CETA? Ja, wir haben alle zusammen eine Unzahl von Informationsveranstaltungen durchgeführt. Ja, wir haben Infostände gemacht. Also wir wurden schon nicht mehr in den Innenstädten zugelassen, weil die gesagt haben, wir können euch nicht mehr sehen, ja, mit euren TTIP-Ständen und euren CETA-Ständen. Ich glaube, das ist eine große Leistung, überhaupt erstmal zu informieren darüber, was ist eigentlich der Hintergrund hinter diesen Handelsabkommen. Damit hatten sich viele von uns vorher überhaupt nicht beschäftigt. Also wir haben informiert. Wir haben, das wissen wir alle, organisiert. Wir haben gestern Abend darüber geredet, so mit leichten Tränen in den Augen, ja, unsere großen Demos, das hätte keiner gedacht, ja, ich habe meine allererste politische Rede in Frankfurt vor 30.000 Leuten gehalten, das macht so ein bisschen betrunken, ja, da denkt man so, boah, Wahnsinn, das geht jetzt so weiter, jeden Tag, ja, nein, klar, das kann nicht so bleiben, ja, aber das waren wahnsinnige, tolle Erlebnisse, die bei uns so einen Eintrag in der Biografie gemacht haben. Das werden wir alle nicht vergessen, diese großen Demos. Also wir haben informiert, wir haben organisiert, riesige Demos, großartige Aktionen. Vielleicht am wichtigsten, wir haben politisiert. Wenn man sich anguckt, welche Effekte Bewegungen haben, da kann man sich diese kurzfristigen, diese wunderbaren Demonstrationen angucken, diese wunderbaren Aktionen. Aber es gibt auch langfristige Effekte. Ja, es gibt langfristige Effekte der Politisierung und ich finde, auch auf der Ebene haben wir viel erreicht. Ich kenne viele Leute, die früher sich überhaupt nicht mit der Frage, wie Handel funktioniert, welche Intentionen hinter sogenanntem Freihandel stecken, überhaupt beschäftigt haben. Ja, die Konsequenzen neoliberaler Wirtschaftspolitik, das hat viele Leute durch CETA und TTIP das erste Mal, glaube ich, erreicht. Und da haben wir kritisches Potenzial geschaffen. Da sind viele Leute wach geworden. Ich glaube, die sehen heute Kapitalismus mit anderen Augen.
Und das sind Dinge, diese langfristigen Politisierungserfolge, die kann man oft nicht direkt sehen, die werden wir auch nicht direkt ernten, aber da ist die Saat sozusagen ausgesät und das wird Effekte haben, das lässt sich auch nicht mehr umkehren. Also von daher, glaube ich, haben wir auf diesen drei Ebenen viel erreicht. Und wenn wir sagen, wir wollen einen sozial-ökologischen Umbau, dann werden wir diese Früchte, glaube ich, auch ernten. Dann sind da einfach viele Dinge vorgebahnt worden, von denen wir dann zukünftig profitieren. Aber die sind nicht direkt sichtbar. Der Politologe Ulrich Brandt, ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, der hat dieses wunderbare Buch geschrieben mit Matthias Wissen zusammen, Imperiale Lebensweise. Der hat gesagt, die Anti-TTIP-Bewegung hat die Chance, eine emblematische Bewegung zu sein. Was er damit meint, ist, solche Bewegungen, die wie die Friedensbewegung oder die Anti-AKW-Bewegung, aus denen wir ja alle so hervorgehen oder viele von uns, eine emblematische Bewegung zu sein, eine Bewegung, die einen Lernprozess innerhalb einer Gesellschaft anstößt. Bin mich nicht so sicher, ob wir da sind oder ob wir dahin gehen, aber das wäre etwas, was ich gerne mit euch diskutieren würde heute. Ja, sind wir das schon? Und wenn nein, wie können wir es werden? Okay, aber es ist klar, wir haben auch viele Rückschläge. Ja, es ist auch klar, die Aktionskonferenz, wenn man sich heute umguckt, war auch schon mal besser besucht. Ja, ich sehe auch, wenn wir uns so unterhalten, da ist so ein bisschen so eine leichte Melancholie. Ja, wo können wir denn jetzt nochmal so Mobilisierungspotenzial herbekommen? Also, die Frage ist, wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Und wie erreichen wir unsere Ziele im Hinblick auf die Verhinderung jetzt zum Beispiel von CETA, und darüber möchte ich jetzt heute mit euch diskutieren. Ich freue mich sehr über das Podium hier. Wir haben hier links neben mir, freue ich mich ganz besonders, sitzt Jean Feder aus Luxemburg. Der ist Botschafter gewesen und Teil der luxemburgischen Plattform Stopp CETA. Ich freue mich ganz besonders, dass Jean da ist. Freut mich außerordentlich, weil ich glaube, wir können auf der europäischen und auf der internationalen Ebene noch echt was rocken. Ja, ich glaube, da sind wir noch nicht so vernetzt, wie wir eigentlich sein könnten, und da fehlt uns einfach auch ein bisschen internationale Perspektive, und Jean symbolisiert das hier für uns, freue ich mich sehr, dass er da ist. Dann neben ihm sitzt Karl Bär, den kennen ja viele von euch vom Umweltinstitut München, die haben ja auch schon sehr lange zu den Themen gearbeitet und hat viel Expertise, freue ich mich auch sehr, dass er bei uns auf dem Podium sitzt. Dann ganz rechts Marco Trieger, die kennt jeder von euch. Ja, die sind ja auch sehr, wie wir gerade das Rieger-Paar, die sind ja sehr aktiv, wenn es auch darum geht, die Vernetzung der Bündnisse. Ja, da sind wir ja immer so die lästige Arbeit, wir müssen uns vernetzen, dann muss es immer jemand machen. Ja, bin ich euch sehr dankbar, dass ihr da so den langen Atem habt. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, Margot, schon, dass du hier auf dem Podium sitzt. Genau, daneben, ich sage immer, wo wir auch noch wirklich Mangel haben, ist, es gibt so viele tolle Gruppen im Bereich Landwirtschaft, Solar wie Transition Town. Ja, die haben wir ein bisschen erreicht mit unserer Bewegung, aber noch nicht so richtig. Deshalb freue ich mich total, dass Berit Thompson von der ABL da ist, als Vertreterin dieses Zweiges. Und mit uns diese Frage zu diskutieren, wie wir vielleicht auch noch ein paar junge Leute mal mit ins Boot holen. Und neben mir direkt sitzt Alessa Hartmann von PowerShift, die ja auch sehr lange schon aktiv ist und auch eine der tragenden Säulen war PowerShift von immer der Bewegung. Vielen Dank, Alessa, dass du da bist. So, ich möchte jetzt beginnen mit der Frage, wo seht ihr, was habt ihr so an Meilensteinen erreicht in der letzten Zeit und wo steht ihr aktuell mit euren speziellen Bewegungen, und würde das Wort jetzt zunächst mal, vielleicht gibt es auch noch ein weiteres Mikro. Ja, sehr gut. Dann würde ich jetzt das Mikro direkt an Margot mal geben. Ja, vielleicht sage ich mal, ja, also ich möchte vielleicht erst mal sagen, was wir so gemacht haben.
im letzten Jahr. Und da war ja die Bundestagswahl und der Mitgliederentscheid zum Koalitionsvertrag. Und wir haben zusammen mit einem anderen Bündnis zur Bundestagswahl eine Postkartenaktion initiiert und haben auch bundesweit dafür Unterstützer gefunden. Es ging darum, die Parteien aufzufordern, CETA zum Wahlkampfthema zu machen. Und wir haben wirklich 20.000 Postkartenbögen drucken lassen mit jeweils 3 Postkarten an Grüne, Linke und SPD und auch haben die dann an interessierte Gruppen und Leute verschickt und viele kennen wir, manche gar nicht und vielleicht sind auch welche da und wir wollten uns da recht herzlich bedanken für die Unterstützung und vor allen Dingen auch beim Green Team Schwabenpower, die auch auf ihrer großen Plattform diese Postkarten beworben haben. Also es sind sozusagen 60.000 Postkarten geschickt worden. Wir haben dann auch Wahlprüfsteine gemacht. Wir haben im Vorfeld schon die Parteien angeschrieben, wie sie abstimmen werden zu CETA, wenn sie in eine mögliche Regierung kämen. Und wir haben dann diese Antworten aufbereitet. Und ich muss sagen, wir waren auch sehr erstaunt, wie bereitwillig und schnell wir Antworten bekommen haben. Ja, das war sozusagen bis zur Bundestagswahl. Wir haben natürlich Veranstaltungen auch gemacht und Infostände als Initiative und ganz wichtig war dieser offene Brief an die SPD-Mitglieder zur GroKo, zu diesem Mitgliederentscheid und wir haben dann ganz spontan gesagt, wir fahren jetzt nach Vilshofen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Das ist der politische Aschermittwoch, da kommen die Parteien in Bayern zusammen und halten tolle Reden und haben diesen offenen Brief an die Mitglieder verteilt. Der stand dann drin, also sehr freundlich und sehr, sehr verbindlich. Also ist euch klar, wenn ihr zustimmt, dass ihr dann zu CETA zustimmt. Ja. Es war auch sehr interessant, viele haben gesagt, ja super, dass ihr da seid. Viele haben gesagt, oh je, wir haben ja CETA ganz vergessen. Andere haben so gesagt, ja, so eine Kröte muss man schlucken. Und interessant war, diese ganzen Anzugträger haben den offenen Brief nicht so gerne genommen. Ja, ja, also das war so im letzten Jahr. Das ging dann sozusagen bis Februar und jetzt momentan sammeln wir sozusagen auch wieder neue Kräfte. Vielleicht muss ich gleich mal eine kleine Kritik vorbringen, das Netzwerk. Wir hätten uns wirklich gewünscht, dass wir vom Netzwerk unterstützt werden zur Bundestagswahl und dass man auch zur Bundestagswahl was macht davor, weil das ist im Grunde die einzige Zeit, wo die Parteien offene Ohren haben und auch natürlich bestimmte Parteien, auch die Grünen sozusagen, auch ein bisschen zu zwingen. Das wollte ich nochmal hier deutlich sagen. Okay, vielen Dank, Margot. Dann würde ich jetzt direkt an dich, Berit, weitergeben. Vielleicht sagst du mal aus deinen Zusammenhängen, was ihr so an besonders tollen Sachen erreicht habt und wo du glaubst, wo wir jetzt stehen oder wo ihr jetzt steht. Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft wird getragen von konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Bäuerinnen und Bauern. Wir haben einen sehr jungen Bundesvorstand. Bei der letzten Mitgliederversammlung kamen dann tatsächlich ABLer rein und haben dann noch gefragt, ob das jetzt noch die Tagung der jungen ABL ist. Aber es war schon unsere Tagung der alten ABL mit sehr jungen Leuten, was natürlich auch Mut macht bei uns, dass es da vorangeht. Wir sind es auch gewohnt, einen langen Atem zu haben. Wir kennen das politische Geschäft. Es gibt uns seit mehr als 40 Jahren und es wird uns auch sicherlich noch die nächsten 40 Jahre geben. Aber es braucht auch Organisationen wie die ABL oder Via Campesina weltweit oder auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen. Und was wir auch schon erreicht haben, dazu komme ich später. Und auch was wir nicht erreicht haben. Mir macht die Agrardebatte aktuell sehr viel Spaß oder auch die Handelsdebatte in der Agrarszene. Da ist viel Sprengstoff drin, den wir zünden können und wollen und auch vorhaben, oder das werden wir auch tun. Und
Genau, ich fange mal so an. Als es mit der TTIP-Bewegung losging, war ja die Standardfrage eine wesentliche Frage. Also kriegen wir jetzt das Chlorhühnchen, Hormonfleisch, und diese Fragen, die haben wir natürlich auch mitgespielt, und die waren auch, die sind auch nach wie vor entscheidend bei diesen Handelsabkommen, auch in der landwirtschaftlichen Sicht. Was wir aber auch als ABL von Anfang an mitkommuniziert haben, ja, aber wir kriegen auch Zollsenkungen, wir kriegen auf unseren übersatten Schweinefleischmärkte, kriegen wir zukünftig noch mehr Schweinefleisch aus Kanada. Das wird hier die Preise zerstören, also es wird auch was bei den Zöllen passieren. Das ist ja auch weiter das Höfesterben voranbringen wird. Der Deutsche Bauernverband und die Agrarindustrie haben in der Zeit immer noch gesagt, TTIP toll, CETA toll, alle, die Landwirtschaft gewinnt nur. Ja, ein bisschen die Schweinefleischimporte aus CETA, okay, aber wir können ja auch Käse dahin exportieren. Jetzt bei Mercosur hatten wir eine neue agrarpolitische Diskussion. Da meinte nämlich auch COPACOGEGA, das ist der europäische Verband des Deutschen Bauernverbandes, also der konservativen Bauernverbände, Mercosur ist ja jetzt wirklich ein Problem, und jetzt kriegen wir Rindfleisch auch noch aus diesen Ländern, ist ja auch eine unfaire Konkurrenz. Und da haben wir eingegriffen und gesagt, ihr seid die Treiber, die die ganze Exportorientierung vorangetrieben habt. Ihr seid doch dafür verantwortlich, dass wir diese aggressive Handelsagenda habt. Und jetzt schreit ihr auf, wenn wir mal diese Importe kriegen, die kritisieren wir natürlich auch. Aber die haben dieses ganze System verursacht. Und das ist das, was wir jetzt rauf und runter spielen. Jetzt kriegen wir demnächst noch das Handelsabkommen mit Neuseeland, Australien kriegen. Dann werden wir in unsere übervollen Milchmärkte, wir schlittern von einer Krise in die nächste, soll auch noch Milch reinkommen. Da wird der Deutsche Bauernverband richtig Probleme kriegen bei seinem Klientel. Und das werden wir ausspielen, und darauf freue ich mich. Alessa? Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung auch, dass ich heute hier sprechen darf. Du hast mich eben vorgestellt als eine der tragenden Säulen der PowerShift-Arbeit, und das würde ich sagen, bin ich auch, denn wir sind nämlich nicht so viele bei PowerShift. Wir sind tatsächlich nur zwei Leute im Handelsteam, von daher ist es auch nicht so schwer, eine der tragenden Säulen da zu sein. Genau, wir sind nicht der große Mobilisierungstanker als Organisation, sondern wir sind eine kleine, feine Organisation, die nicht so die Masse auf die Straße bringt, sondern die so eher so die Hintergrundarbeit macht. Also wir machen viel Analysen, wir bereiten Informationen auf und so weiter. Also vielleicht kennt ihr auch unsere Factsheet-Reihe aus dem letzten Jahr und die jetzt auch läuft. Also wir versuchen zu allen Handelsabkommen, die so kommen, das einigermaßen gut einfach aufzuarbeiten, dass sich auch Aktive nicht die totale Mühe machen müssen in dieser Flut von Informationen und Seiten von diesen Vertragstexten das irgendwie zu lesen, sondern einfach unsere Factsheets zu lesen. Das ist eine Arbeit, die wir machen. Also wir arbeiten, haben schon vor TTIP eben zur Handelspolitik gearbeitet und machen das auch weiterhin und tauchen aber vor allen Dingen ziemlich tief in die Themen ein. Und in diesem Jahr geht es bei uns vor allen Dingen weiterhin ums Thema Konzernklagerechte und um die aktuellen Abkommen der EU mit Indonesien, mit Japan, mit den Mercosur-Staaten. Und ich glaube, da haben wir auch noch einiges zu tun, einiges vor uns, und ich freue mich total, auch zusammen mit der europäischen Ebene da weiter mit euch dran zu arbeiten. Danke. Ja, vielen Dank, Alessa. Ich würde jetzt sofort gern an Sean weitergeben. Sean, bitte deine Einschätzung. Ja, guten Tag. Ich freue mich unwahrscheinlich viel, heute hier zu sein. Ich bin sehr froh, hier in Frankfurt mitmachen zu können. Ich komme aus Luxemburg und ich bin Mitglied in Luxemburg von einer Plattform, die heißt Stop CETA und Stop TTIP. Und das seit ungefähr 4-5 Jahren. Wir haben eine vergleichbare Arbeit geleistet auf natürlich viel bescheidener Ebene als hier in Deutschland. Unser größter Erfolg ist 2016 eine große Manifestation gewesen auf den Straßen von Luxemburg. Da hatten wir mehrere Tausende, etwa 4000 Leute zusammengebracht. Das war für luxemburgische Verhältnisse ein ungemein großer Erfolg. Da wurden dann auch Reden gehalten und ich hatte auch die Gelegenheit, da mitzusprechen. Und da ich auch Vertreter ein bisschen bin bei dieser Plattform von Nord-Süd-Solidaritätsgruppen, hatte ich die Gelegenheit, dort einzugehen auf die
ungerechten neokolonialen Beziehungen zwischen Europa und den Entwicklungsländern, über die wir doch die Kleinbauern, die Kleinproduzenten kaputt machen und die Wirtschaft da wirklich unmöglich machen. Und ich bin wie gesagt, wir machen jetzt weiter in Luxemburg gegen CETA. Viele Pressemitteilungen, viele Kontakte mit Parteien und der Regierung und so weiter. Will dann auch hinzufügen, ich bin auch in Luxemburg Mitglied einer anderen Plattform, die heißt Meine Landwirtschaft, die sich auch für eine andere Landwirtschaft einsetzt. Wir haben doch Texte zusammengestellt, um zu zeigen, wie umweltschädlich die konventionelle Landwirtschaft in Luxemburg ist und wie notwendig es ist, sich da schnell umzustellen. Und da haben wir auch eine Beteiligung von Nord-Süd-Organisationen, die auf die ungerechten Beziehungen zwischen Europa und den Entwicklungsländern eingehen, auch auf Themen wie Landgrabbing und Spekulationen auf Agrarrohstoffen und so weiter. Dann will ich vielleicht auch noch hinzufügen, ich habe gestern ganz mit großem Interesse die Debatte verfolgt, auch über die Frage der Handelsüberschüsse und so weiter. Mein letzter Posten in meiner diplomatischen Karriere ist Genf gewesen. Dort hatte ich die Freude gehabt, mit Heiner Flassbeck zusammenzukommen. Wir haben mit dem enge Kontakte geknüpft. Ich habe mit dem mehrere Konferenzen in Luxemburg auch organisiert. Und ich verfolge weiter mit ihm ein bisschen zusammen die großen Probleme, die wir uns in unserer europäischen Politik, hauptsächlich in unserer Währungspolitik haben. Das ist nicht nur ein Problem gegenüber Amerika, das ist auch ein Problem innerhalb den Mitgliedern der Eurozone und so weiter. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wo noch viel zu machen bleibt. Und da warten wir auf eine wichtige Lösung, auch in Hinsicht von den nächsten anstehenden Wahlen hier in Europa. Das mal zum Beginn meiner Einführung und dann vielleicht mehr später darüber. Jean, vielen Dank für diese europäische Einschätzung und auch für den letzten Satz finde ich ganz wichtig, die Frage der Finanzmärkte. Das ist ja auch etwas, was auch mir gestern ein wenig zu kurz kam. Also mir persönlich kam es ein wenig zu kurz, auch ein Thema, was man glaube ich gerade, wir sind hier in Frankfurt, ne, da ist das überall prominent und das ist etwas, wo wir glaube ich auch noch ein bisschen näher hingucken können. Aber ich möchte, bevor wir das vielleicht machen, erstmal an Karl weitergeben. Karl, wie sieht es denn bei euch in München aus? Guten Morgen, mein Name ist Karl Bär, ich bin Referent für Agrar- und Handelspolitik in München. Und beim Umweltinstitut. Und ich habe mich vor 5 Jahren beim Umweltinstitut auf eine Stelle beworben, die hieß Referent für Gentechnik in der Landwirtschaft. Und im Vorstellungsgespräch hat mich mein Chef gefragt, Karl, wenn du jetzt was gegen Gentechnik machen würdest, was siehst denn du gerade als den wichtigen Punkt an? Und dann habe ich, das war 2013, gesagt, ja, wir müssen dieses Handelsabkommen mit den USA verhindern. Daraufhin hat Harald entschieden, die Stelle zu teilen. Eine Person, die sich mit Technik und Patenten und sowas beschäftigen soll, eingestellt und mir noch eine 30-Stunden-Stelle gegeben, dass ich dieses Handelsabkommen verhindern kann. Und dann habe ich jahrelang, und das sind die Sachen, die ihr alle mitbekommen habt, da ganz zentral meine Arbeitszeit reingesteckt, diese Handelsabkommen zu verhindern und europäische Bürgerinitiative und diverse Geschichten, Petitionen im Bundestag, Konsultationsprozesse, große Demos, alles mitgemacht in Bündnis mit ganz vielen Leuten, die jetzt auch hier sind. Und als aber die Trump-Wahl kam und als die CETA durchs Europaparlament war, da war bei uns, und das ist in ganz vielen anderen Organisationen, gerade in diesem Öko-Bereich, ich habe das jetzt nicht abgesprochen, aber ich nehme an, auch ganz ähnlich, der Punkt, dass die Möglichkeiten zu dem Thema zu arbeiten, die Mobilisierungsmöglichkeit, auch die Einschätzung, was man dabei politisch erreichen kann, stark abgesunken ist. Und was ich letztes Jahr gemacht habe, ist dann doch mehr das, wofür ich mich ursprünglich einmal beworben habe, nämlich eine Stelle, in der es um Landwirtschaft geht. Wir haben diese Kampagne gegen Glyphosat, die wir auch seit 2012 im Umweltinstitut hatten, ganz groß hochgezogen. Und ich habe eigentlich letztes Jahr primär zu Glyphosat, zu Biodiversität, also sprich das ganze Thema Insektensterben und so weiter gearbeitet. Und ich betrachte das als einen riesigen Erfolg auch meiner Arbeit, dass so viele Menschen überhaupt erstmal wissen, was Glyphosat ist. Es hat Margot in Person
nicht als Einzige, aber in besonderer Hartnäckigkeit und Nähe auch immer wieder dann auch gesagt, ihr müsst doch wieder mehr zu Handel machen. Und sie hat mich dann überredet, dass wir diese Postkartenaktionen replizieren, die sie angefangen hatten, haben unsere eigenen Postkarten im Bundestagswahlkampf gemacht und haben tatsächlich auch fast 20.000 solche Postkarten nochmal zusätzlich verschickt, wo man auch wie in ihrer Aktion an Grüne Linke und SPDler eine Postkarte schicken kann. Für uns sind 20.000 Postkarten vergleichsweise wenig. Also der TTIP-Flyer, den ich gemacht habe Anfang 2014, der hat inzwischen eine Auflage von fast 3,5 Millionen. Das ist die Informationsarbeit, die da mit drin steckt. Das heißt, was ich bemerke, ist ein Abfallen der Aufmerksamkeit auf das Thema und der Einschätzungen dazu. Und das geht uns zum Umweltinstitut, aber das geht, glaube ich, vielen anderen Organisationen auch so. Was gerade noch läuft, was ich ganz spannend finde, ist, dass ja mit der vorläufigen Anwendung von CETA die regulatorische Kooperation losgeht. Und wir bemerken, dass es jetzt, irgendwie kommt Peter Fuchs immer an diese Dateien ran. Das ist ganz spannend, wie er das macht bei Parshift. Dann sieht man, was steht da eigentlich auf der Tagesordnung, aber mehr sieht man nicht. Und wir haben uns über die letzten Jahre sehr viel Erfahrung erarbeitet in der Nutzung der EU-Verordnung 1049/2001, das ist das Informationsfreiheitsgesetz auf EU-Ebene, und habe jetzt mal die EFSA und die EU-Kommission gefragt, was ist eigentlich bei diesen Treffen passiert? Schickt mir mal Protokolle, Anwesenheitslisten, Präsentationen, die besprochen wurden, etc. Gerade in dem Bereich SPS-Maßnahmen, also da, wo es dann auch um die Pestizide geht oder eben im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik, da laufen diese Treffen schon und da möchte ich wissen, was wird da besprochen, und sehe da, so, das ist dann wiederum Detailarbeit, aber vielleicht ein Anknüpfungspunkt, nochmal was zu machen, weil wir uns auch klar sein müssen darüber, wenn diese Abkommen kommen, dann müssen wir in diesen Rahmen und mit diesen Dingen arbeiten. Ja, vielen Dank, Karl. Ja, das war jetzt schon das war erstmal so eine kurze Bestandaufnahme, aber es klang ja schon an, da sind wir gerade, da müssten wir hin. Bevor wir, das sollte der letzte Teil von diesem Podium sein, zu reden, wo müssen wir hin, will ich mal ganz kurz, das war auch der Auftrag an dieses Podium, mal kurz mit euch diskutieren, was war denn gut und was war schlecht? Also was lernen wir denn? Wir müssen ja eine schnell lernende Organisation sein, weil sich politisch so viel ändert. Das heißt, wir brauchen eine ganz steile Lernkurve. Und damit wir das irgendwie hinkriegen, müssen wir auch versuchen, möglichst effektiv aus der Vergangenheit zu lernen. Ich möchte hier den Fokus besonders gerne auf strategische Aspekte legen, weil also das ist etwas, was auch mir persönlich manchmal fehlt, auch an diesen Konferenzen wie hier. Das heißt immer Aktions- und Strategiekonferenz, und dann zählen wir uns alle mit glänzenden Augen, wie schön die Aktionen waren, aber die Strategie kommt ein wenig zu kurz. Und deswegen möchte ich einen besonderen Fokus gerne, wenn es geht, ja, auf die strategischen Aspekte legen. Also was war gut, was war schlecht, und dann reden wir im letzten Abschnitt nochmal darüber, wo soll es jetzt hingehen. Ja, also ich möchte wirklich sagen, wir haben Erfolge gehabt. Wir haben das Thema, wie schon erwähnt, CETA und TTIP in die Öffentlichkeit und die Diskussion und auch in die Verständlichkeit gebracht. Und vor allen Dingen haben wir die Abgeordneten in allen Parlamenten bis auf die Gemeinderäte gezwungen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und für mich persönlich war das sehr wichtig, dass hinterher keiner sagen kann, wir haben nichts davon gewusst. Ja. Es ist zum Beispiel diese Energiecharta vor 20 Jahren, die wurde einfach durchgewunken, das wusste überhaupt niemand. Ja. Jetzt erfahren wir darüber, vielleicht ein paar wenige wussten das. Ja. Wir haben auch erreicht, dass die Parlamente in den einzelnen EU-Staaten CETA abstimmen müssen. Das war ja überhaupt nicht vorgesehen. Ja? Der Investorenschutz ist überhaupt noch nicht umgesetzt und in weiter Ferne. Wir haben EuGH-Urteile sozusagen initiiert. Das wäre ohne uns überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben die größte Massenklage jemals in der Geschichte der Bundesrepublik beim Bundesverfassungsgericht angestrebt. Und es ist wirklich ganz schön viel. Also ich muss das schon mal auch sagen, wenn wir jetzt auch sagen, wo stehen wir und was war vielleicht auch nicht so gut. Und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr viel. Aber unsere Gegner werden uns diese Erfolge nie zugestehen. Ja, das muss uns klar sein.
Und trotzdem glaube ich, dass wir als stärkere Gegner wahrgenommen werden, als wie wir uns vielleicht selbst sehen. Ich möchte noch vielleicht jetzt, das sind ja mehrere Punkte, wo stehen wir und wo steht die Bewegung. Wenn man sich überlegt, über 3 Millionen haben die SEBI unterschrieben, 250.000 Leute in Berlin, 320.000 Leute in 7 Städten 2016. Und 3 Tage später hat die SPD in Wolfsburg CETA zugestimmt. Und es wurde nicht mal für nötig erachtet, die Stimmen zu zählen. Und dann 4 Tage später stimmt der Bundestag mehrheitlich für CETA. Und ein paar Wochen später unterzeichnet die Kommission mit Kanada mit einem riesen medialen Getöse dann CETA. Und das ist alles Fakt. Und für mich wird daraus sichtbar, also für mich wird daraus sichtbar, das ist nichts anderes als die Arroganz der Macht. Egal, es ist egal, wie die Bevölkerung in Griechenland abstimmt. Es ist egal, ob Millionen in Spanien auf die Straße gegen die Austerität demonstrieren. Es ist egal und es ist überall dasselbe, auch bei uns. Und wir müssen konstatieren, wir haben noch keine wirksamen Mittel dagegen entwickelt. Wir müssen uns neue Formen und Strategien des Widerstands überlegen. Also das finde ich wirklich das total wichtig. Es gibt noch viele Punkte. Es ist momentan vielleicht Stillstand. Es ist vielleicht Resignation oder vielleicht auch Sammlung neuer Kräfte und Ideen. Bei mir kommt ein bisschen an dem Stillstand kommt für mich auch so ein bisschen diese Gründung des Netzwerkes für gerechten Welthandel sozusagen, dass die nichts daran ändern konnten. Und im vergangenen Jahr sind vom Netzwerk nicht viele politischen Impulse ausgegangen. Und es war irgendwie sichtbar, die Mitgliedsorganisationen, die einzelnen, die haben sich ihren Themen zugewandt für den Bundestagswahlkampf, aber CETA wurde nicht mehr gemeinsam weiterverfolgt. Und da finde ich, da sollten wir daraus lernen, es ist nur in der gemeinsamen Kraft, gemeinsam mit diesen vielen Organisationen, die ja im Netzwerk sozusagen vereinigt sind, da können wir was bewegen. Gut, das wollte ich ja sagen. Vielen Dank, Margot, für dieses offene Statement. Arroganz der Macht ist ein wichtiger Punkt. Dass du politische Impulse einforderst, das finde ich auch ganz richtig. Das können wir ja gleich dann vielleicht nochmal in die Diskussion einbringen. Berit. Erstmal freue ich mich, nochmal diese vielen Erfolge hier zu hören. Da kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich könnte auch noch mehrere hinzufügen, aber ich möchte eine Sache sagen, wo ich glaube, das hätten wir besser machen können. Wir haben uns nicht genug darauf vorbereitet, dass wir auch Niederlagen einstecken werden. Und ich weiß, dass wir vor Jahren auch auf einer gut besuchten Handelskonferenz, dass diese kritischen Stimmen schon mal gekommen sind. Was ist denn eigentlich, wenn wir CETA verlieren? Und ich weiß auch noch, dass alle dann mit dem Kopf geschüttelt haben. Nee, also so das. Und ich glaube, wir waren erfolgsbesoffen und ich bestimmt auch mit. Ich will mich damit einschließen, aber so läuft es nicht. Also man macht eine Riesendemo und wir kippen das System. So ist es auch bisher noch nicht gelaufen und das können wir auch aus der ABL-Bewegung mitteilen, die wir auch eben lange machen, seit über 40 Jahren. Wir haben auch den Systemwechsel noch nicht hingekriegt und trotzdem ist es wichtig, dass es uns gibt. Und da gibt es ein Beispiel, das ist die Gentechnikbewegung. Da haben wir eine Niederlage eingesteckt. Gentechnik ist in Europa nicht verboten per Gesetz, aber wir haben einen Erfolg. Es gibt kaum Gentechnik in Europa. Ein bisschen Anbau, also minimal in Spanien, vielleicht noch weniger in Portugal. Aber Europa ist weitestgehend gentechnikfrei, weil es eine gentechnisch kritische Bewegung gibt. An diese gentechnisch kritische Bewegung, die seit Jahren agiert, kommt die Gentechnikindustrie nicht vorbei. Und selbst da, wo die Politik dann nochmal mit der Industrie zusammengespielt hat und eben über Futtermittel es nicht deklariert werden muss, da kommen dann plötzlich die Discounter und machen jetzt Label ohne Gentechnik. Auch das spuckt, da spucken wir der Gentechnikindustrie wieder in die Suppe. Und das hängt damit zusammen, dass es die Bewegung gibt, dass es eine Bevölkerung gibt, dass es Verbraucher gibt, die das nicht wollen. Und das ist eine Bank. Und ich möchte, dass diese Handelsbewegung auch so eine Bank wird, dass wir immer wieder, wo sich die
Unfreihandels-, Unfairhandelsbefürworter immer wieder stoßen, wo sie immer wieder drüber stolpern. Und dann gucken wir mal. Ja, vielen Dank. Sehr schön, auch die Parallele zur Gentechnikbewegung und den langen Atem. Und das finde ich eine sehr interessante Beobachtung. Alessa, bitte. Ja, also ich finde auch, dass die Bewegung eher ein hartes Jahr hatte. Zumindest ist das auch das Feedback, was ich aus vielen auch Abgeordnetenbüros bekomme. Das CETA ist doch kein Thema mehr, es ist doch jetzt eigentlich so durch. Und TTIP und CETA oder generell Handelspolitik ist aus den Medien, auch von der politischen Agenda, finde ich, ziemlich verschwunden. Und es ist uns auch nicht gelungen, das stimmt auch, Margot, das Thema alternative Handelspolitik oder Handelspolitik an sich im Bundestagswahlkampf als Thema zu setzen, so wie wir das eigentlich auch vorhatten. Wir hatten kaum Rückmeldungen aus den Abgeordnetenbüros, wir haben kaum Termine bekommen, also es war ganz anders als noch so im Jahr davor. Aber ich möchte auch sagen, dass ein Umbruch für uns auch im letzten Jahr eben war, diese Fusion von TTIP und Verhandelbar und dem Demobündnis in das Netzwerk Rechter Welthandel. Das hat auch viel Kraft gekostet, aber das war eben auch notwendig, einfach auch um gewisse Akteure da auch nicht zu verlieren. Also wir haben jetzt eben ein Netzwerk, in dem auch weiterhin die Gewerkschaften drin sind, wir haben ein Netzwerk, wo weiterhin der Kulturrat drin ist, wir haben ein Netzwerk, wo weiterhin entwicklungspolitische Organisationen aktiv sind, zusammen eben auch mit, ich sag mal, den umweltpolitischen und globalisierungskritischen Organisationen. Und das ist ein Netzwerk eben, was es jetzt gibt und was so da ist und wo man auch jederzeit wieder eben Aktionen draus gründen kann und aktionsfähig sein kann, wenn wir das wieder müssen, wie zum Beispiel, wenn CETA-Ratifizierung ansteht, wenn es einen Neustart zu TTIP geben sollte. Wir merken natürlich auch, dass die finanziellen und personellen Kapazitäten für das Thema total zurückgehen. Also Karl hat das schon angesprochen. Es gibt auch in den Organisationen kaum noch Leute, die da dafür, ich sag mal, bezahlt werden, dass sie dafür arbeiten. Die machen das dann halt auch so nebenher, ne? Und dann ist es auch total schwierig, da auch mit den Leuten nochmal so große Aktionen aus dem Boden zu stampfen, wenn die sagen, ja, eigentlich arbeite ich in diesem Jahr gar nicht dazu, ich arbeite jetzt eigentlich zu Gentechnik. So, ne? Und genau. Und ich denke, dass wir eben einfach einen neuen Mobilisierungsschub brauchen und wir brauchen so einen neuen heißen Scheiß, um wieder ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen und einfach wieder mehr zu mobilisieren und auch wieder mehr Feedback auch aus der Politik zu bekommen, dass sie merken, hey, wir sind noch da und wir können jetzt nicht weitermachen wie bisher, sondern wir müssen was ändern. Ja, vielen Dank, Alessa. Das ist ja auch das, was bei Margot anklang. Wir brauchen neue Formen des Widerstands. Wir müssen zeigen, wir sind noch da. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, bei den Dingen, die wir bisher erreicht haben und die vielleicht auch nicht so sichtbar sind. Es gab letztes Jahr, das wäre vor paar Jahren vorher nicht denkbar gewesen, eine gemeinsame Konferenz der IG Metall mit Greenpeace in Berlin. Ja, also ich glaube, das wäre undenkbar, dass sich so eine Allianz bildet und auch das ist dieser Bewegung mit zuzuordnen. Ja, wir haben auch viel Vertrauen gebildet zwischen den Organisationen. Also hier in Frankfurt hat sich zum Beispiel ein Bündnis gegen Glyphosat gebildet. Es sind alle großen Umweltverbände vertreten. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen, weil wir uns aus der Demo-Organisation kennen. Und ich glaube, diese Dinge, ja, dass wir Vertrauen haben, dass wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten, ist auch etwas, was eine gute Basis ist. Aber auch das müssen wir strategischer nutzen. Das sehe ich genauso wie das, was ihr jetzt gesagt habt. Ja, wir müssen da noch strategisch und wir brauchen vielleicht Alessa, was du gesagt hast, mal wieder eine symbolische Aktion, dass man sieht, hallo, wir leben noch. Bitte schon. Ich wollte noch etwas hinzufügen zu unserer Plattform in Luxemburg. Ich habe eben gehört, dass es in Deutschland auch zu einer gelegentlichen Zusammenarbeit kommt mit Gewerkschaften. Bei uns in unserer Plattform Stop CETA sind alle Gewerkschaften vertreten. Und ich glaube, das ist für uns ein sehr wichtiger Beitrag und ich glaube, das hat auch einen sehr großen Einfluss gehabt auf die öffentliche Meinung bei uns in Luxemburg. Was wir als Resultate haben, ich bin völlig derselben Meinung wie das, was vorher gesagt worden ist, was wir ich glaube, wir haben zuerst es fertiggebracht, das Konzept Freihandel zu entlarven und dass Freihandel nichts zu tun hat mit einfach so, wie geht man um mit Zöllen und so weiter. Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Das hat ganz wenig mit Zöllen zu tun. Die Zollherabsetzungen, das gehört fast der Vergangenheit an.
es kommen ganz wichtige andere Dimensionen hinzu, die wir aus der Zivilgesellschaft heraus da aufgeklärt haben, verarbeitet haben und den Leuten dann nahegelegt haben. Wir haben, glaube ich, auch gelernt, dass die Bürger Interesse haben an Abkommen, die sie direkt betreffen und dass sie bereit sind, da mitzumachen, dass sie mobilisierbar sind. Alles, was mit Gesundheit zu tun hat, mit Umwelt zu tun hat, mit Arbeitnehmerrechten und so weiter, ich glaube, das trifft viele Leute. Viele Leute, die fühlen sich angesprochen und machen damit. Und ich glaube, das ist eine sehr große Erfahrung, die wir gemacht haben und die wir für die Zukunft auch gebrauchen können. Und unsere Arbeit über die letzten Jahre hat gezeigt, dass es ein neues Potenzial der Zivilgesellschaft gibt bei uns in Europa, um auf politische Entwicklungen einzuwirken, auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit, auf soziale Gerechtigkeit, auf Nachhaltigkeit, um all dies zu verteidigen. Ich komme zur Schlussfolgerung, dass wenn wir als Bürger in Europa, in unseren Gesellschaften, unsere Errungenschaften in der Demokratie in Europa verteidigen wollen, können wir nicht, natürlich nicht auf Konzerne vertrauen, aber immer weniger auch auf Parteien und Regierungen, die allzu sehr auf kurzfristige Ziele orientiert sind und so weiter. Ich glaube, die Fortschritte, die wir erreichen können, können wir hauptsächlich über die organisierte Zivilgesellschaft erreichen. Was wir erreicht haben in der Vergangenheit, ist in dieser Hinsicht ungemein ermutigend. Und ich glaube, wenn wir sehen, wie andere Bewegungen auch sich auf den Weg machen, ist das wirklich eine sehr erfreuliche Tatsache. Sehr schön. Vielen Dank, Jean. Ja, das ist, finde ich, nochmal zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen, dass es bei den Handelsabkommen Deregulierungsabkommen sind, ja, dass die Sache mit den Zöllen, das hat mich auch Pia Eberhardt gestern nochmal darauf hingewiesen, dass wir da aufpassen müssen, dass die Diskussion mit Trump jetzt nicht so sehr in diese Zollrichtung geht. Ja, dann tun wir ja so, als wären das hauptsächlich Zölle, die betroffen sind. Das wissen wir ja alle, dass das nicht so ist. Bin ich dir sehr dankbar, Sean, dass du das nochmal sagst. Und ich finde auch, was du gesagt hast, ja, wir müssen es leider alles selber machen. Ne? Also die Parteien werden es nicht tun, aber wir müssen auch, glaube ich, da können wir auch noch besser werden, so überlegen, wie können wir da Druck ausüben. Und die Diskussion würde ich auch gleich dann gerne nochmal führen, was wir im Zuge vielleicht von den Landtagswahlen machen können. Aber bevor das losgeht, möchte ich noch Karl bitten, was zu sagen. Okay, ich versuche es mit mehreren Punkten dieser Strategiegeschichte anzugehen. Also erstens, was gut gelaufen ist, meiner Ansicht nach, ist, dass wir es geschafft haben und dass auch meines Gefühls nach eines der ersten Male war, wo wir das geschafft haben, ein Thema, das auf europäischer Ebene entschieden wird, auch uns selbst auf europäischer Ebene so zu vernetzen, dass wir auf der Ebene der Union da Opposition machen konnten. Das ist gut gelaufen. Da hatten wir die ganzen Instrumente auch, wir haben das Europaparlament angesprochen, die EBI gemacht, Konsultationsprozesse mitgemacht und uns ständig immer wieder vernetzt. Das ist etwas, was wir nicht einschlafen lassen dürfen, wo ich so ein bisschen die Gefahr sehe, weil ich zum Beispiel selber gar nicht mehr dazu komme, nach Brüssel zu fahren, auf die Treffen, die da sind. Aber es gibt sie noch und ich glaube, dass das Potenzial auch da ist, dass das weitergeht. Das ist gut. Wir haben eine hervorragende Bündnisarbeit gemacht, das hast du schon gesagt. Wir müssen jetzt in dem Bündnis auch Reibung aushalten, weil mit den Niederlagen, die wir womöglich einstecken, und mit dem weniger werden an Ressourcen geht Reibung einher. Und da müssen wir ganz, ganz stark aufpassen. Da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass wir in so eine Tendenz hineinraufen. Ich überspitze jetzt einmal und nehme mich und Margot als Beispiel dafür. Ja? Wenn Margot zu mir kommt, Karl, wir müssen jetzt dies und jenes tun, das ist total wichtig. Und ich dann sage, ich sehe nicht das Potenzial, dass wir das gewinnen, also stecke ich da meine Ressourcen nicht hinein. Dann können wir auseinandergehen und Margot denkt sich, Karl ist auch von der Industrie gekauft, oder sie denkt sich, Karl will bei den Grünen nochmal was werden, deswegen macht er das jetzt nicht. Und ich gehe nach Hause und denke mir, ah, die Alte wird langsam verrückt, jetzt rennt sie gegen diese Wand. So, wenn wir so miteinander umgehen, dann verlieren wir, weil dann verlieren wir einen Teil von unserer Bündnisarbeit. Wir müssen es aushalten, dass wir verschiedene Menschen in verschiedenen Organisationen mit verschiedenen Positionierungen sind, die auch mal verschiedene Meinungen vertreten und verschiedene Dinge tun. Und dann kann man das in einer gegenseitigen Solidarität machen. Und Margot kommt beim nächsten Mal wieder zu mir und sagt, Karl, da müssen wir, du hast beim letzten Mal nicht mitgemacht, aber jetzt denk da mal nochmal drüber nach. Und ich denke darüber nach und denke mir, okay,
ihre Chancen schätze ich gering an, aber es ist gut, dass sie losrennt. Dann haben wir so ein Stück Solidarität gemeinsam. Da sehe ich eine Gefahr, dass Reibung kommt, aber das können wir aushalten. Dann müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen konzentrieren. Mit weniger Ressourcen können wir nur weniger Dinge bearbeiten. Ich sehe ganz konkret in der Energiecharta und dem ganzen ISDS-Thema, das mit dem Vattenfall-Fall auf uns zukommt, ein Potenzial, etwas zu tun. Ich sehe auch in der CETA-Ratifizierung ein Potenzial, etwas zu tun. Ich sehe weniger ein Potenzial, in Details von JEFTA zu arbeiten, dem Japan-Abkommen. Also konzentrieren, wir müssen hartnäckig bleiben. Ich nehme mal die Anti-Atom-Bewegung als Beispiel. Ich kenne, das Umweltinstitut hat Jahrzehnte an Anti-Atom-Arbeit gemacht, mit einem eigenen Gammaspektrometer. Es gab eine Phase so nach dem sogenannten Atomkonsens, der aus unserer Sicht, Uwe nickt, ein schlechter Kompromiss war, auch wenn wir gesagt haben, warum haben die Grünen das eigentlich mitgemacht, da wäre mehr gegangen, da hätte mehr gehen müssen. Das war aber dann schon so, dass nach diesem großen Thema, das das in den 90ern noch war, mit diesem Atomkonsens einhergegangen ist, dass der gesellschaftliche Konflikt ein bisschen befriedet war und die Demos sind sehr viel kleiner geworden. Ja? Da gab es aber viele Leute, die haben dann auch noch 2003 und auch 2005 und auch 2007 jeden Sonntag in Gundremmingen vor dem Atomkraftwerk dagegen gebetet. Und die haben ihre Aktionen gemacht, die sind auf die Kastoren gefahren, die haben sich vernetzt, die sind dabei geblieben, die haben ihren Gammaspektrometer weiter benutzt und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich 2010, 2009 eigentlich schon, als schwarz-gelbe Regierung kam und den Atomkompromiss von der rot-grünen Regierung rückgängig machen wollte, da war diese Bewegung wieder da, weil manche Leute sind hartnäckig geblieben und die sind dabei geblieben. Ich erinnere mich, wie mit Uwe da zusammensaß und wir diese großen Demos auch schon organisiert haben, dann war die Gruppe wieder da, die Bewegung war wieder da und die richtig großen Demos im Anti-Atom-Bereich, die waren nicht nur wegen Fukushima, die waren schon 2009, 2010 und diese ganz große Demo in Stuttgart, die war, als in Fukushima gerade das Ding hochgegangen ist, die war schon Monate vorher geplant. Da waren wir wieder da und das ist etwas, was wir auch sagen müssen, wenn sich Merkel traut, CETA dem Bundestag vorzulegen, um es ratifizieren zu lassen, da müssen wir halt wieder da sein. Das heißt aber auch, dass wir zwischendrin eine Durchstrecke durchstehen und hartnäckig bleiben müssen. Und da bin ich froh um auch die ganzen lokalen Bündnisse, die so wie die Gundremminger einmal im Monat vor dem Atomkraftwerk gestanden haben, nach wie vor einmal im Monat sich irgendwo treffen, ihren Infostand machen, ab und an eine Veranstaltung zu Inhalten. Das ist wichtig, das ist gut. Und zu guter Letzt, wir müssen unsere Geschichte erzählen, unsere eigenen Erfolge, auch war es nur Trump, der dazu geführt hat, dass TTIP nichts geworden ist? Nein, das waren jahrelang auch wir. Auch wenn man die Atombewegung als Beispiel nimmt, die offizielle Erzählung ist, wegen Fukushima ist Merkel da ausgestiegen. Dass wir 2 Jahre vorher schon heftig dagegen demonstriert haben und richtig große Sachen gemacht haben, die kommt in der offiziellen Erzählung kaum vor. Da müssen wir unsere eigene Geschichte mit erzählen und das ist wichtig, dass wir auch als Bewegung ein bisschen eigene Geschichtsschreibung machen, sonst verlieren wir. Wunderbar. Vielen Dank, Karl. Ganz, ganz wichtig, ja. Eigene Geschichten erzählen. Wir wissen ja auch, Nostalgie hat ganz viele positive Effekte. Da fühlen wir uns wohl für die Seele. Ja, also es ist ganz schön, so ein bisschen nostalgisch zu sein. Aber auch, glaube ich, ganz wichtig, es muss auch eine Geschichte sein, die in die Zukunft geht. Und da haben wir auch gestern Abend in einer kleineren Runde mal drüber geredet, da, finde ich, sind wir noch nicht so gut drin. Ja, also wir heißen jetzt gerechter Welthandel oder anders. Ja, und das ist irgendwie noch keine so richtig durchgedachte und ich finde auch noch keine so richtig sexy Geschichte. Ja, das muss irgendwie noch ein bisschen schöner werden. Das muss noch ein bisschen utopischer werden. Da fehlen mir, gut, ich bin eine alte Öko-Tante, da fehlen mir noch so ein bisschen die Blümchen, das Schöne, da will man irgendwie, da soll man hinwollen. Ja, und ich finde, da müssen wir an der Erzählung noch ein bisschen basteln, aber vielleicht habt ihr ja auch schöne Ideen, wie wir da hinkommen. Aber das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unsere Geschichten erzählen, aber wie gesagt, auch gerne in die Zukunft. So, ich möchte jetzt, bevor ich an das Publikum öffne, ich sehe hier, ihr sitzt schon alle da und scharrt, ja, ich werde auch gleich Instruktionen noch geben, wie ich mir die Publikums Kommentare vorstelle. Aber bevor wir das machen, möchte ich noch mal eine ganz kurze Runde geben mit kurzen Statements, so ein bisschen in die Zukunft und Strategie. Margot, du bist jetzt auch angesprochen worden, ja, als jemand, die irgendwie einen extrem langen Atem hat. Ja. Du hast schon gesagt, du hättest gerne symbolische, große Aktionen. Ja, was kannst du dir vorstellen? Was kann man noch strategisch machen? Wir haben schon gesammelt, unbedingt
Druck auf die Politik machen. Ich glaube, das ist ein Konsens hier auf dem Podium. Hast du da vielleicht noch Ideen oder wo siehst du noch Dinge, die wir unbedingt jetzt in der Zukunft machen müssen? Naja, wir haben ja also einmal natürlich in Bayern und in Hessen ja, die Landtagswahlen und ich denke, dass es schon wichtig ist, dass wir als Initiativen jetzt, es sind ja viele Initiativen auch da von Hessen, dass wir da jetzt wirklich Druck auf die Politik machen und vor allen Dingen vor der Wahl. Ja, es ist ja so ein dezentraler Aktionstag angedacht vom Netzwerk aus. Also ich denke, man sollte das nicht zu den Koalitionsverhandlungen machen. Ja, also das macht keinen Sinn mehr. Vor den Wahlen werden die Karten neu gemischt und wir müssen auch, sagen wir mal, unsere Verbündeten, das sind die Grünen, die Linken, große Teile der SPD, wir müssen die Grünen unter Druck setzen. Und also nicht schonen. Ich habe das Gefühl, wir haben die zu sehr geschont. Vielleicht, ja. Wir sind natürlich, ist die Bewegung getragen von vielen grünen Mitgliedern und auch von vielen grünen Wählern, aber trotzdem dürfen wir jetzt hier nicht diese Doppelstrategie, die die Grünen mittlerweile fahren, dort, wo sie effektiv, wo es nichts bringt, da stimmen sie gegen CETA im Bundestag und dort, wo sie was bewegen könnten, da legen sie sich vorher nicht fest. Ja? Und das muss, ich finde, das muss das Netzwerk jetzt einfordern. Keine Rücksichten mehr nehmen, weil es geht wirklich um viel. Wir verlieren immer mehr Stimmen, auch im Bundesrat natürlich. Ich finde auch in Baden-Württemberg hat sich ja auch jetzt noch mal gestern Abend eine Gruppe, also die Baden-Württemberger haben sich da zusammengefunden und auch das Green Team Schwabenpower hat ja angefangen, auch Druck auf den Kretschmann auszuüben. Über 80.000 Unterschriften haben die gesammelt und die machen jetzt weiter. Das muss jetzt einfach, das sind ja unsere Verbündeten und vielen Wählern ist es gar nicht klar, diese Doppelstrategie. Und die sollten wir wirklich entlarven und sonst sind sie für uns nicht mehr wählbar. Gut, also das wollte ich jetzt nochmal ganz klar sagen und auch das Netzwerk, also ich denke, machen wir den Aktionstag davor in allen Bundesländern, das ist ja egal, wir gehen auf die Straße, CETA steht an und es ist ja klar, es kommt jetzt dann die Europawahl, wenn ich das noch mal kurz zur Strategie sagen möchte und dass wir, sicher hat diese Gründung von dem Netzwerk viel Kraft gekostet, das glaube ich, aber wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir zur Europawahl, was wir da als Netzwerk machen, das ist ja das Wichtigste. Ich finde, es ist total wichtig, dass wir diese neoliberale Handelsagenda, die EU nach innen fährt, ja, also auch in Europa, in unseren Ländern, das ist ja die Fortsetzung, die Handelsabkommen und diese Handelsabkommen werden hier und diese Agenda oder diese Deregulierung, Privatisierung und so weiter, das wird es noch vorantreiben und das müssen wir zum Thema machen, das ist total wichtig, ja. Und das Bundesverfassungsgericht wird entscheiden. Also ich denke, dass wir da auch vorbereitet sein müssen und uns überlegen, was wir danach machen. Ja? Demokratie, Rechtsstaat, ja? Da haben wir wieder Gelegenheit, das Thema wieder zu beleben und auch wieder den Leuten klarzumachen, wie der Stand ist. Ja, vielen Dank. Ich finde vor allen Dingen wichtig, dass man die Grünen auf ihre Konflikte hinweist. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir in Hessen, wir sind ja leitgeprüft. Ich sage immer gerne, wenn das noch grün ist, sehe ich schwarz. Ja. Und also von daher, das ist bestimmt ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Berit, gerne auch mit einer europäischen Perspektive, wo ihr da vielleicht Möglichkeiten seht. Was wir tun, dass wir das Handelsthema auch mit der europäischen Agrarpolitik verbinden. Also wir haben diese Exportorientierung und diese Exportorientierung, die jetzt auch mit der kommenden Agrarreform bisher so weiter fortgeschrieben werden soll, braucht natürlich so eine destruktive Handelsagenda. Von daher werden wir das natürlich zusammen diskutieren. Was wir auch diskutieren werden oder auch in die öffentliche Debatte schon gebracht haben, aber auch, ich glaube, auch noch mehr tun müssen,
Wir von der ABL sagen, dass wir Handel wollen. Wir sind gar nicht gegen, für eine Abschottung. Also das, was wir sind ja jetzt abgeschottet. Wir haben einen abgeschotteten Schweinemarkt und wir exportieren Schweinefleisch in afrikanischen Länder und zerstören dort Märkte. Das können wir doch nicht einfach so schützen, unqualifiziert schützen, sondern wir sagen, dass wir das qualifiziert schützen wollen, dass wir einen qualifizierten Marktzugang wollen, dass wir darüber diskutieren wollen, wenn hier was reinkommt, wie es reinkommt. Dann kann man ja auch mal fragen, wie schmeckt denn den Verbraucher, die Verbraucher fragen, wie schmeckt denn Rindfleisch aus Brasilien, das unter sklavenähnlichen Bedingungen erzeugt wurde. Schmeckt es euch? Also diese Debatte müssen wir führen. Wie wird es dort erzeugt? Wie wird dort, oder findet dort Entwaldung statt? Es gibt aber auch bäuerliche Strukturen dort. Wäre es nicht sinnvoll, dann, wenn wir was importieren von dort, dass wir dort eben diese bäuerlichen Strukturen schützen, dass wir die Preisfrage mit reinbringen? Das schürt es hier die Preise. Dass wir aber auch anderen Ländern das zugestehen, dass Entwicklungsländer auch formulieren können, was sie importieren wollen, was aber auch nicht, wenn sie ihre Tierhaltung weiterentwickeln wollen. Das ist ein unglaubliches Potenzial für die Armutsbekämpfung. Wir diskutieren hier über weniger Fleisch, aber für die wäre es eine Armut, ist es ein unglaubliches Potenzial. Wenn die das deswegen schützen wollen, können sie es tun. Also das ist eben das, was wir strategisch in die Diskussion bringen wollen. Und wir wollen natürlich auch Aktivitäten machen. Das Abkommen mit Neuseeland, Australien steht vor der Tür. Es wird so kommen, dass Europa will Maschinen und Chemikalien exportieren. Jede Maschine, die wir dorthin exportieren, dafür werden wir Federn in der Landwirtschaft lassen müssen. Nichts anderes. Die wollen, sind konkurrenzfähig bei Milchexporten und bei Fleisch. Sonst nichts. Also jede Maschine, dafür werden wir hier Federn lassen müssen. Das werden wir thematisieren. Es gibt den Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, die haben sich bisher noch nicht so in die Debatte reingebracht. Mit denen hatten wir gestern aber auch ein Spitzentreffen und wir haben die unter anderem auch darauf hingewiesen, wir müssen da zusammenstehen und eine Agraropposition gründen und aufdecken, wie der Deutsche Bauernverband, wie die Milchwirtschaft das eigentlich alles vergeigt hat. Wir werden natürlich zur GAP-Reform arbeiten, die wir haben. Es satt, die Demo 2019 findet statt. Ende Oktober findet es einen europaweiten Aktionstag statt zur Landwirtschaft. Und CETA, es hat ja damals gezeigt, dass die bäuerliche Bewegung in der Wallonie federführend war, CETA dort fast zu Fall zu bringen. Ich glaube auch, dass wir da vielleicht nicht stark genug waren und nicht genug an deren Seite gestanden haben, aber wir wollen halt bei der Bundestagsabstimmung und Bundesratsabstimmung von CETA vorab eine Trecker-Grenzaktion machen, dass wir auch nochmal mit den Bauern in Belgien uns aktionistisch an den Grenzen treffen und da nochmal Öffentlichkeitsarbeit machen und dann mal gucken, wie das so wird mit CETA. Ja, vielen Dank. Das war schön auch nochmal für diese Sicht auf die Landwirtschaft im globalen Zusammenhang. Das sind ja katastrophale Aussichten, wenn wir da nichts tun. Bitte, Alessa. Ja, die Frage ist ja auch ein bisschen, wo sehe ich jetzt noch Mobilisierungspotenzial? Und es gab ja ein Thema bei der Stopp-TTIP-Kampagne, die eigentlich alle Akteure geeint hat und die auch die Bewegung verbunden hat. Und das war ISDS, also Konzernklagerechte und die Empörung über die Ungerechtigkeit dieses undemokratischen Systems. Das war wirklich so ein Thema, wenn die Leute gehört haben, wir haben Klagen im Umweltbereich, im Verbraucherschutz, zur öffentlichen Daseinsvorsorge, zu Arbeitsrechten. Also alle Akteure, alle Organisationen, die mit dabei waren, waren irgendwie betroffen von diesem Thema. Und das hat uns geeint zu einer ganz breiten Front eben gegen Konzernklagerechte. Und wir sind bei diesem Thema derzeit ja an einem Scheideweg. Also die EU-Kommission schließt weiterhin Verträge mit Konzernklagerechten ab und versucht sogar, das zu erweitern durch einen multilateralen Investitionsgerichtshof und damit zu legitimieren. Aber gleichzeitig, finde ich, stehen unsere Chancen gar nicht so schlecht, denn durch TTIP sind mehr Menschen denn je über ISDS überhaupt informiert und politisiert und empört. Also die EU steht, obwohl sie das System ausweiten möchte, total unter Druck bei dem Thema. Und es gibt durch TTIP bereits eine sehr gute europäische Vernetzung. Wir haben zwar auch eben gesagt, klar, wir haben auch Schwächen in der europäischen Vernetzung, aber es gibt eine europäische Vernetzung, es gibt weiterhin europäische Treffen. Und die EU ist eben nicht zuletzt durch das Urteil des EuGH im Achmea-Fall ziemlich angezählt bei dem Thema. Und wir haben jetzt in der europäischen Bewegung in den letzten Wochen und Monaten immer wieder diskutiert, dass wir dafür kämpfen wollen, Konzernklagerechte ein für alle Mal abzuschaffen. Und dass dieser Moment eigentlich der ideale Moment ist. Und hierfür planen derzeit auch Akteure aus verschiedenen europäischen Ländern gemeinsam eine europäische Kampagne gegen ISDS, also gegen Konzernklagerechte, die, ich glaube, ab kommendem Jahr starten soll.
mit einem Kampagnenkonzept und noch mehreren offenen Optionen wenden sich die Gruppe jetzt auch gerade an alle möglichen Gruppen in den Mitgliedstaaten und holt da Feedback ein und bittet auch um Rückmeldungen. Und Lucille, die europäische Koordinatorin, steht da hinten, das ist die Koordinatorin des europäischen Netzwerks und ist heute hier und ist auch gleich in unserem Workshop zu ISDS. Und wenn ihr aber Fragen an sie habt oder ihr auch was mitgeben möchtet oder Rückmeldungen geben möchtet, dann könnt ihr euch gleich auch gerne noch an sie wenden. Und ansonsten, denke ich, werden wir auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr auch zu diesen Plänen auch hören. Und ich denke, das wäre auch was, was, glaube ich, was sehr, wo wirklich viele Leute sich nochmal aktiv beteiligen würden. Und ich würde mich total freuen, wenn daraus auch was werden würde. Ja, super. Vielen Dank, Alessa, für diesen konkreten Hinweis zur europäischen Vernetzung. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Jean, bitte auch. Ja, vielleicht noch zuerst ein Wort über das, was wir mit unserer Plattform in Luxemburg jetzt tun. Wir wissen alle, dass die Europäische Kommission den Vertrag mit Japan, glaube ich, dem Ministerrat zur Billigung Ende dieses Monats unterbreiten möchte. Und unsere Parlamentarier auch ein bisschen darauf vorzubereiten, hat Jean Asselborn, unser Außenminister, der auch zuständig ist für Handelsfragen, die kompetente Kommission da informiert über den Inhalt dieses Abkommens. Und wir in unserer Plattform haben diese Gelegenheit benutzt, um Texte zusammenzustellen über dieses Abkommen und was alles da krumm läuft. Und wir haben allen Parteien und allen Mitgliedern dieser Kommission diese Texte zukommen lassen, auch der Presse, um sie auch auf diese unannehmbaren Dimensionen dieses Abkommens aufmerksam zu machen. Zweitens, in Luxemburg haben wir jetzt im Oktober Parlamentswahlen. Und dazu haben wir Wahlforderungen zusammengestellt und in einer Erklärung der Presse zukommen lassen. Und dort gibt es zwei Teile. Da sagen wir zuerst, wir bleiben ganz klar gegen CETA eingestellt. Diese Opposition geht weiter. Und wir fordern, dass alle Parteien sich dazu verpflichten, dieses Abkommen, wenn es im Parlament soll ratifiziert werden, nicht billigen. Und zweitens haben wir in diesen Texten auch unsere Vorstellungen eingebracht über eine neue, gerechtere europäische Handelsordnung. Wir haben uns auch ein bisschen da inspiriert von Texten vom Bündnis und auch von anderen Seiten und so weiter. Ich glaube, das ist eine wichtige Arbeit, zu der wir zu stehen haben, die wir weiter ausbreiten müssen und die wir in der Zukunft weiter benutzen müssen. Und das kommt dann auch in Frage, wenn nächstes Jahr die Wahlen anstehen zum neuen Europaparlament. Ich glaube, wir werden bestimmt unsere Kandidaten da irgendwie anrufen, mit denen zusammenkommen und denen auch unsere Forderungen zu all diesen Themen da unterbreiten. Dann haben wir, wie schon angekündigt, steht für 2020 die erneute Reform der gemeinsamen Agrarpolitik an. Und da haben wir uns auch darauf vorzubereiten. Und dazu zu sehen, dass es da wirklich zu einer neuen Agrarpolitik kommt, wo wirklich die biologische Landwirtschaft, die agroökologische Landwirtschaft endlich zum Tragen kommt. Und da muss wirklich klar gemacht werden, welche Umweltschäden von der konventionellen industriellen Landwirtschaft ausgehen. Und dass wir jetzt mit dem Klimaproblem zu tun haben, wir können nicht mehr tun wie vorher. Weiter wie bisher ist keine Option. Das muss ganz klar werden bei dieser Angelegenheit. Und dann haben wir auch 2020 läuft das sogenannte Cotonou-Abkommen ab. Und da muss die Europäische Union seine Beziehungen mit Afrika neu bestimmen. Und da müssen wir auch sehen, wie soll es in Zukunft aussehen mit den Handelsbeziehungen zwischen Europa und den afrikanischen Staaten. Und da muss klar gemacht werden, dass Verträge wie die wirtschaftlichen Partnerschaftsabkommen, dass die völlig unannehmbar sind. Das ist eine neokoloniale Politik. Wir beuten diese Länder, diese Bevölkerung, diese Kleinproduzenten, diese kleinen Bauern weiter aus. Wir zerstören Arbeitsplätze. Wir machen ihre Wirtschaft unmöglich. Und wir fördern dazu die Migration. Wenn wir die Migration haben aus Afrika, ist das auch aus dieser Ursache. Und es ist wichtig, dass endlich unsere Politiker, die sich mit Migration abgeben,
auch mit dem Thema abgeben, was sind die Ursachen dieser Migration. Und da müssen wir zusehen, dass wir da auch eine andere Politik da hinkriegen. Wunderbar, vielen Dank, das ist ganz toll. Das finde ich sehr, sehr wichtig und bedanke mich ausdrücklich nochmal für dieses wirklich wichtige Statement, weil man liest immer häufiger auf in Programmen Fluchtursachen verhindern, vermindern und so weiter. Aber was Konkretes wird da selten mal diskutiert und ich finde, das zeigt auch, wie komplex, aber auch wie global diese Themen sind. Ja? Und da ist eben die Migrationsthematik direkt hier in der Handelsthematik drin. Ich finde, das können wir auch noch mal intensiver diskutieren und da auch mehr Druck auf die Politik machen. Das finde ich einen total wichtigen Beitrag. So zum Schluss jetzt bitte Karl. Ich kann da ganz gut anschließen. Ich glaube nämlich, dass für sehr viele Menschen, die jetzt von Fluchtursachenbekämpfung sprechen, da vor allem mit drin steckt, das ist die Alternative zu die Flüchtlinge aufnehmen. Die sollen gehen, die will ich hier nicht haben, deswegen beschäftige ich mich, weil ich ja nicht offiziell sagen kann, dass ich ein Rassist und Unmensch bin, dann sage ich, okay, wir müssen denen zu Hause helfen, die Fluchtursachen bekämpfen. Das halte ich für eine Ausweichdebatte ganz häufig und da sind wir an einem ganz zentralen Punkt, wenn wir die Wahlkämpfe der nächsten Jahre anschauen, Landtagswahlkämpfe und den Europawahlkampf, dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen, um die es eigentlich gehen müsste. Da haben wir mit der Landwirtschaftspolitik auf EU-Ebene einen großen Punkt, um den es gehen müsste. Da haben wir, wenn wir uns Landtagswahl in Bayern anschauen, große Themen wie den Flächenfraß, wie den Wohnungsbau und die Mietsituation, die eine Katastrophe ist für ganz viele Leute bis in die Mittelschicht hinein. Wir haben also ganz viele Themen. Wir haben dieses große Thema Biodiversität und das große Thema Klimawandel, wo unsere Regierung im Prinzip nichts tut oder nur Schlechtes. Und dann haben wir das Thema Ausländer. Und was ich gerade beobachte, ist im Landwirtschaftsbereich, Frau Klöckner, unsere Bundesministerin, die hat Gutachten vorgelegt gekriegt von ihrem eigenen Ministerium, die Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union ist Unsinn und hat nur negative Konsequenzen und die muss ich grob drehen. Frau Klöckner hat diese Gutachten nicht einmal offiziell in Empfang genommen, geschweige denn, kommentiert, sondern sie tut durch Talkshows mit dem Thema Ausländer sind gegen Frauen und wir sind gegen Ausländer und deswegen soll man uns wählen. Ich sehe eine ganz große Gefahr, dass es nur noch um dieses Thema Ausländer geht, weil nämlich, wenn wir über Wohnungsbau reden würden, wenn wir über Umweltschutz reden würden, wenn wir über Handelspolitik reden würden, dann würden womöglich andere Leute die Wahlen gewinnen. Und es ist in meinen Augen nicht so, wie Jürgen Mayer das gestern auf dem Podium gesagt hat, dass aus Frust über den Neoliberalismus die Leute jetzt das Einzige wählen, was ihnen noch als Alternative erscheint, nämlich Rechtsradikale. Sondern es ist so, dass ganz offensiv die rechte und auch kapitalistisch orientierte Fraktionen in unserer Gesellschaft Rassismus nutzen, um anderen Themen auszukommen. Und was wir tun müssen, ist, dass wir, das ist nicht unbedingt notwendigerweise ein Widerspruch zu dem, was Jürgen gesagt hat, aber es ist auch eine Frage, wie man sprachlich ausdrückt. Was wir tun müssen, ist, dass wir alles, was irgendwie in den Wahlkämpfen vorkommen könnte, was nicht Ausländer ist, und nutzen, um eine andere Politik hinzukriegen. Und da kann zum Beispiel die Ratifizierung von CETA ein Beispiel unter vielen sein. Wir werden in Bayern vor der Landtagswahl noch eine große Demo machen, in dem Format der Wir haben SAT-Demos, wo es um Agrarpolitik, um Biodiversität und ganz stark auch um Flächenverbrauch gehen soll. Und da können wir unter Umständen CETA als ein Thema mit aufnehmen und die Ratifizierung von CETA. Aber ich sehe kaum eine Chance, diese Handelspolitik als das große Thema da mit hineinzuspielen. Okay, vielen Dank für den wichtigen Zusammenhang auch nochmal mit den Wahlprogrammen bestimmter Parteien. So, ihr Lieben, jetzt gibt es Möglichkeiten für euch, was zu sagen. Wir haben nicht mehr, kurze Instruktion. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir haben ein bisschen später angefangen. Ich gucke jetzt mal die Anne an, Viertelstunde, 20 Minuten, so, ja. Wunderbar. Also was ich nicht möchte, sind Co-Referate. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt euch hinstellt und sagt, wir haben auch schöne Infostände, wir haben auch das und das gemacht. Finde ich alles ganz wunderbar. Können wir uns gerne in der Kaffeepause gegenseitig erzählen. Nostalgie ist ja wichtig und so. Aber jetzt hätte ich gerne nach vorne gerichtete Statements. Entweder Fragen an das Plenum hier, ja, oder
Ja, ich sehe hier schon, ne? Oder gute Ideen. Also, was können wir strategisch besser machen? Ja? Wo ist Potenzial in die Zukunft gerichtet? Also Dinge, die uns jetzt tatsächlich hier als Strategie- und Aktionskonferenz direkt nach vorne bringen. Ja? Bitte kurze Statements, also Fragen oder nach vorne gerichtete Statements. Es hat sich schon ganz am Anfang gemeldet, der Uwe, den nehme ich jetzt als erstes dran. Gerne auch Frauen, bitte, ja, dass wir nicht so eine reine Männerfragerunde haben. Und wir machen es immer so, dass wir jetzt nicht sammeln, sondern wenn ihr tatsächlich Fragen habt, würde ich euch bitten, hier im Podium, die beantworten wir gleich. Und wenn ihr Statements habt, dann gehen wir dann einfach weiter. Okay? Also kurz und knackig bitte. Uwe hat als erstes das Wort. Aber kurz bitte, Uwe. Ganz, ganz kurz. Nimm mal das. Ganz kurz. Eins, zwei, drei. Ich könnte es mir ja ganz schlau machen, Eva. Ich sage einfach, könnt ihr mir in meiner Analyse zustimmen? Dann habe ich die Frage gestellt und kann eine Analyse geben. Mache ich nicht. Drei ganz kurze Anmerkungen. Erstens, ich denke, wir haben uns eine selbstgestellte Falle gestellt, indem wir alles, was wir derzeit tun, nur noch messen an 320.000 Menschen oder an 250.000 Menschen. Und wir müssen in der Zukunft weg davon, dass die einzige Aktion, die positiv gesehen wird, eine ist, die angeblich 250.000 überbietet. Wir müssen dahin kommen, wo eine Bewegung ist, dass auch wenn 3.000, 4.000 oder 5.000 Menschen auf die Straße gehen, das ein Erfolg ist. Zweiter Punkt. Ich glaube, wir müssen im Netzwerk gerechter Welt Handel darüber diskutieren, und es hat sich gestern Abend auch gezeigt, dass wir nicht nur einen Zusammenschluss von großer Verbände sind, sondern wir ein zweites Podium brauchen, das sich auch regelmäßig trifft, wo die Initiativen vor Ort zusammenkommen und die Initiativen und die regionalen Zusammenschlüsse darüber diskutieren, was aus ihrer Sicht wichtig ist. Weil wenn wir den gerechten Welthandel nur aus der Sicht der bundesweiten Organisationen diskutieren, wird es keine Aktionen mehr geben, weil die bundesweiten Verbände einfach andere Themen haben. Deshalb mein Vorschlag, einen zweiten Bereich zu bilden, der sich alle halbe Jahr mal trifft, wo vor allen Dingen die Initiativen zusammenkommen und die großen Verbände natürlich dabei sind. Und dritte kurze Anmerkung, wenn wir nicht schaffen, wenn CETA in den Deutschen Bundestag kommt, eine sichtbare Aktion auf die Beine zu stellen, dann haben wir als Bewegung auch ein Stückchen versagt. Deswegen denke ich, wenn die großen Verbände sich nicht trauen, im Vorfeld von CETA eine öffentliche Manifestation zu machen, sollten wir im Rahmen der Initiativen darüber diskutieren, ob Initiativen sich dazu zutrauen. Der Karl hat genau den Punkt gesagt, von der Anti-Atom-Bewegung lernen heißt auch ein Stück Siegen lernen, weil die Anti-Atom-Initiativen nie Rücksicht genommen haben auf die großen Verbände, die haben aus ihrer Betroffenheit heraus etwas getan und haben die Verbände gezwungen mitzumachen. Vielen Dank. Das war ja mehr ein Statement. Jetzt war hier vorne direkt eine Wortmeldung. Ja, bitte. Und dann, wir gehen dann von vorne nach hinten durch. Du darfst dann als nächstes. Bitte schön. Also zur Hoppala, geht das so? Ja. Insbesondere zur Hessenwahl mit den Grünen. Wie können wir verhindern, dass Naturschutz als Köder bei den Grünen verfängt? Das heißt, die Grünen sind meiner Meinung nach zum ganzen Teil über Erfolge, die sie tatsächlich haben, im Naturschutz und die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft, da hat es Verbesserungen gegeben, sind sie aber auch geködert worden. Das heißt, sie gehen wegen diesen Punkten auf andere Punkte nicht mehr ein. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen, aber was habt ihr für Ideen, wie wir das angehen können? Zweiter Punkt, der Neoliberalismus muss meiner Meinung nach auf allen Ebenen angegriffen werden, nicht nur im ökologischen Bereich, sondern eben auch im ideologischen Bereich, in dem, was in den Köpfen ist. Habt ihr dazu Ideen? Dritte, letzte Frage, was habt ihr für Ideen dazu, diese Gefahr, die gesehen wird, dass man einflusslos wird, wenn man nicht an der Regierung beteiligt ist, dass man das ausreden kann? Das heißt, können wir eine Alternative anbieten über das, was ihr gesagt habt schon, neue Utopien und so weiter und so fort, aber wie setzt sich das in Regierungshandeln, wie lässt sich das umsetzen? Ja, vielen Dank. Das sind viele Fragen. Wir haben jetzt leider keine Zeit, die alle zu beantworten. Ich würde die sagen, das sind auch Fragen, die man als ganz allgemein an das Netzwerk und an das Auditorium geben kann. Ja, weil wenn wir in diese Diskussion jetzt einsteigen, ist die ganze Zeit rum. Deshalb vielleicht, wenn ihr im Auditorium dazu eine Idee habt, würde ich euch bitten, dazu was zu sagen. Ansonsten würde ich gerne an die nächste Wortmeldung weitergeben und wir greifen das vielleicht dann am Ende nochmal auf. Bitte, du warst jetzt dran. Das Mikro hier bitte vorne an die Frau neben Uwe. Katonka.
Also ich wollte noch mal kurz was zu den Großdemos sagen. Und zwar fand ich die persönlich, könnt ihr mich verstehen? So, ja. Also im Gegensatz zu Margot fand ich die Großdemo schon erfolgreich. Also dass die SPD vor zwei Jahren, in Wolfsburg beschlossen hatte, CETA nur mit ganz starken Einschränkungen zuzustimmen, ist, glaube ich, schon auf die Großdemos zurückzuführen. Und ich glaube, dass die sich jetzt nicht daran hält und so tut, als wäre nichts gewesen, liegt daran, dass keine weitere gemacht wurden. Also in den letzten zwei Jahren war ziemlicher Totentanz auf der öffentlichen Ebene. Und da haben wir auch ziemlich das mitgemacht, was die Medien auch gemacht haben. Die haben nämlich auch geschwiegen und einfach alles unter so klammheimlich halt durchgezogen. Und wir haben das unterstützt, dadurch, dass wir halt nicht so an die Öffentlichkeit getreten sind. Das ist meine These. Und von daher fände ich es gut, bald nochmal wieder eine Großdemo zu machen. Zum anderen fällt mir auf, wenn ich mit Leuten im Umfeld rede, dass die meisten immer noch nicht wissen, was Handelsabkommen sind und was für persönliche Betroffenheiten Konsequenzen das hat. Ich finde es immer noch wichtig, da den Fokus drauf zu legen, die Leute zu informieren, was das konkret in ihrem Alltag verändern kann, wenn das kommt. Um den Anreiz, die Motivation zu stärken. Und zu dem Thema, dass viele Verbände erschöpft sind und einfach zu wenig Leute da sind, die mitmachen. Ich persönlich fände es gut, wenn die Vereine mehr, also auch die kleineren Umwelt- und Sozialverbände nochmal gezielt angesprochen werden und denen nochmal klar gemacht wird, was es auch in deren Bereichen für Konsequenzen hat und die eingeladen werden, mitzumachen. Und was mir auch auffällt, ist, dass also in meinem Umfeld ist keiner, der richtig Bock hat, so voll einzusteigen. Also ich würde da jetzt zum Beispiel keinen, also das heißt doch eine weiß ich jetzt, fällt mir gerade ein. Aber ansonsten, es gibt aber viele Leute, die bereit sind, kleinere Aktionen mitzumachen. Und ich merke halt, wenn ich Leute informiere, und dann keine Aktionsangebote da sind, dann löst das oft so eine Hilflosigkeit aus und so ein, ja, diese scheiß Politiker, geht ja eh alles den Bach runter, ne? Und die Leute brauchen konkrete Aktionen, wo sie mitmachen können, um nicht in den Rückzug reinzugehen. Ja, vielen Dank. Okay, das finde ich ganz wichtig, vor allen Dingen auch die Themen, zum Beispiel Bildung und Gesundheit, da ist noch jede Menge an Informationsbedarf. Jetzt gehen wir einfach die Reihen durch und dann geben wir mal das Mikro auf die andere Seite. Ich habe nicht gemeint, dass die nichts gebracht haben, die Demos. Sicher nicht, ganz sicher nicht. Ich wollte nur diese Arroganz der Macht darstellen. Ja? Also ich finde das super, aber klar, man kann nicht jedes Jahr solche Riesendemos machen. Das ist einfach, das geht nicht. Ja? Das ist klar, ja. Man muss auch immer überlegen, für wen haben die was gebracht? Was war das Ziel? Ja? Wen hat man da anvisieren. Ja, bitte. Ja, Michael Fischer von Verdi. Wir sind ja jetzt bei der Session, bei der Frage zu, wo steht die Bewegung? Und wenn es recht ist, würde ich gerne mal ein paar Schlaglichter auf die gewerkschaftliche Perspektive werfen. Zuerst einmal ist ja ganz erfreulich, ich sehe eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen hier, die sich bei uns auch in ehrenamtlichen Strukturen da intensiv engagieren. Dafür sind wir auch da, neben den konkreten Belangen der Arbeitswelt eben dafür auch ein Forum zu bieten. Der DGB-Bundeskongress hat jetzt vor einem Monat auch nochmal einen klaren Beschluss gefasst für eine faire Gestaltung der Handelspolitik. Allerdings, ich frage mal in die Runde, wie viele andere hauptamtliche Gewerkschafter sind hier und wie viele davon vom DGB? Ja, das hatte ich vermutet. Das wirft auch so ein bisschen Schlaglicht darauf, dass da eben auch der Schwung so ein bisschen abgenommen hat. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, dass auch in der Gewerkschaftslandschaft eine erhebliche Verunsicherung darüber herrscht, was wir gerade auf der politischen Ebene erleben. Wir haben eine Bundestagswahl hinter uns, die eine rechte Mehrheit in den Bundestag gebracht hat, wenn man mal CDU, CSU, FDP und AfD zusammenbringt. Wir haben rechtspopulistische Erfolge auf europäischer Ebene. Wir haben einen US-amerikanischen Präsidenten Trump, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, der übrigens auch ganz offensiv handelspolitische Fragen inzwischen mit aufrüstungspolitischen Fragen, also Handelspolitik und geostrategische Militärpolitik verknüpft. Also eine große Verunsicherung auf der Ebene, während gleichzeitig aber auch ganz viele andere konkrete Baustellen aus gewerkschaftlicher Sicht hierzulande anzugehen sind, als Wiederherstellung paritätischer Krankenversicherung, Stabilisierung der Rente, die nächste Mindestlohnanhebung steht an und. Also in der Tat sehr viele Baustellen, die dazu führen, dass da das Engagement so ein bisschen an Schwung verloren hat, was Entschiedenheit betrifft. Das muss man, glaube ich, ganz ehrlich mal so sehen. Ich möchte mal noch auf etwas anderes aufmerksam machen. CETA trifft jetzt
ist jetzt vorläufig in Kraft getreten. Karl hat bereits darauf hingewiesen, dass Foren regulatorischer Kooperation bereits ihre Arbeit aufnehmen. Nicht nur die. Auch die Domestic Advisory Group, die von europäischer Seite für gleichzeitig Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Arbeits- und Sozialstandardfragen eingerichtet werden soll, auch die beginnt bald ihre Arbeit. Da stehen jetzt noch die letzten Fragen aus, was die Zusammensetzung betrifft. Wir haben uns entschieden, übrigens gemeinsam auch mit anderen europäischen Verbraucherorganisationen und Organisationen wie Transport and Environment da reinzugehen, einfach vor dem Hintergrund, weil wir befürchten müssen, dass der endgültige Ratifikationsprozess gar nicht zu einem Abschluss kommt und wir es sehr, sehr lange mit einer vorläufigen Anwendung zu tun haben werden. Und deswegen es uns ratsam erscheint, bevor wir da ganz außen vor sind und nicht an die Informationen kommen, nicht dort unsere Stimme auch geltend machen können, dann doch lieber auch in diese Domestic Advisory Group reinzugehen. Das ist eine verzwickte Lage, in die wir uns da jetzt begeben, weil wir auf der einen Seite natürlich immer noch grundsätzliche Einwände gegen Mängel des Abkommens haben, auf der anderen Seite jetzt aber Institutionen dessen annehmen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, zu berücksichtigen gilt bei der Frage, wo steht die Bewegung jetzt? Ja. Danke. Vielen Dank für das Statement, das ist ganz wichtig. Auch nochmal zu gucken, was passiert jetzt eigentlich schon durch die CETA-Einführung. Ich würde jetzt der Dame im blauen Pulli noch das Wort erteilen und dann mal auf die andere Seite das Mikro geben wollen, weil wir sind sehr, sehr knapp in der Zeit und die Workshop-Phase geht schon 10 Minuten los, also ganz wenig. Ja, Hildraut Stenzel aus Hannover, also vom Bündnis gegen TTIP und CETA. Sei das Mikro bitte direkt an den Mund halten. Sonst ja, ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wie haben unsere Aktionen überhaupt begonnen. Die Geheimhaltung war ja das allergrößte Hindernis. Und nur aufgrund der Leaks, die dann entstanden sind, ist bekannt geworden, was sich hinter diesen Handelsabkommen überhaupt verbirgt. Also das war der Start. Und ich habe an diesen ganzen Demos von Anfang an teilgenommen. Und habe eins festgestellt, die Öffentlichkeit wurde sehr stark über die Journalistengruppe informiert. Also die haben da mitgezogen, vielleicht nicht die Chefredakteure, die mehr auf Regierungslinie sind, aber die ganzen mittleren Redakteure haben sehr mitgearbeitet und natürlich mit unseren Gruppen und Aktionen im Verbund. Und ich glaube, das ist einfach der wichtige Hebel, den wir einsetzen müssen, gerade wenn wir feststellen, als Aktivisten sind wir schwach geworden, also zahlenmäßig schwach geworden. Und über die Journalisten können wir aber wieder sehr viel Information in die Öffentlichkeit bringen und daran anknüpfen und wirklich das Potenzial wieder gewinnen. Und meine Frage ist, wie könnt ihr uns vom Netzwerk unterstützen mit wichtigen Informationen über die anstehenden Handelsabkommen? Wie du auch gesagt hast, Jean, Texte publizieren, die man weiterreicht an die Journalisten und daran anknüpft, also die Verbraucher und so weiter, die Bevölkerung auch wirklich stark betroffen, die Arbeitnehmerrechte und so weiter, dass man nochmal in dem Sinne Basisarbeit und Informationsarbeit in Richtung der Journalisten betreibt, von uns aus gesehen. Jetzt. Ja, vielen Dank, das war der Wunsch ans Netzwerk. Es gibt jetzt doch noch ein ganz kurzes Statement von der Seite, allerdings wirklich mini ein Satz oder so, ja, weil wir die Zeit rennt uns weg. Und bitte? Ja. Mit einem Satz lässt sich leider nicht sagen. Dann sag zwei. Du hast, ja, gut, also ich will auf die Margot Rieger nochmal antworten und auf Jean Feder. Es ist klar, wir haben das mittlerweile festgestellt, dass wir nicht so effektiv sein können mit den Demos, sondern wir müssen irgendwie in die Politik reinkommen. Und die Politik ist halt leider Gottes in Deutschland so gestrickt, dass es immer über die Parteien geht. Und jetzt hieß es, ja, wir müssen die Grünen, wir müssen die SPD ansprechen und müssen da härter werden. Und ich frage mich, glaubt ihr wirklich, dass die sich die ganze Zeit erwiesen haben, als die, dass an der Basis die Leute in unserem Sinne gut sind und für uns entscheiden und sagen, jawohl, wir sind gegen TTIP, wir sind gegen das alles. Und oben an der Spitze, die Doppelstrategie, passiert genau das Gegenteil. Sie werden sich doch wieder entscheiden. Glaubt ihr wirklich, dass wir dadurch, dass wir immer wieder die wählen, immer wieder an die rangehen, dass wir dadurch einen Erfolg haben? Ich glaube das schon lange nicht mehr. Und ich bin deswegen auch, ich sage es jetzt, oute mich, weil Politiker, das ist immer so eine kritische Geschichte. Ich bin von der ÖDP.
Und wir sind kaltgestellt worden letztes Jahr von Kampakt, dadurch, dass zur strategischen und zur wahltaktischen Wahl aufgerufen worden ist und wieder die gleichen gewählt worden sind. Wir müssen als NGOs, als Organisationen, die Angst vor der Politik verlieren, aber das heißt auch wirklich mit denen reden, die wirklich überzeugend und überzeugt diese Dinge vertreten und dann nicht umkippen, wenn es dann darum geht, in die Entscheidungen zu gehen, sondern die das machen. Und dann können auch immer alternative Gruppierungen reinkommen in die Wahlen. Die ÖDP ist zum Beispiel im Europaparlament vertreten, nicht im Bundestag. Okay. So, ihr Lieben, also wir müssen jetzt ein bisschen, wir sind ja hier auf einer Konferenz, wir begegnen uns ja permanent, wir können die Diskussion ja noch weiterführen. Ich möchte jetzt trotzdem aus Gerechtigkeitsgründen hier diese Seite noch dran, Fasané, vielleicht du, und dann sagen wir noch einen Abschlusssatz und die anderen Dinge bitte versuchen wir in den weiteren Diskussionen, es gibt ja morgen auch noch so eine Konferenz, wo diese Themen aufgegriffen werden, versuchen wir dann in interpersonell oder auf diesen anderen Möglichkeiten zu diskutieren. Letztes Wort Fasané, dann sagen wir noch was zum Abschluss. Dankeschön. Also ich wollte nochmal auf das Stichwort von Margot zurückkommen, Arroganz der Politik, und das passt jetzt auch gerade zu den beiden vorherigen Beiträgen. Warum kann sich die Politik das leisten? Warum kann die Politik so arrogant sein? Aus meiner Sicht ist das so, weil alles, was wir machen, die ganze Aufklärung, die wir betreiben auf der Straße mit 320.000 Demonstranten und so, dass sich nicht auf die Wahlergebnisse widerspiegelt und niederschlägt. Und weil halt diese großen Aktionen, diese großen Demonstrationen in großen Massenmedien nur eine halbe Minute oder eineinhalb Minuten höchstens Berichterstattung wert sind. Und wir müssen, also aus meiner Sicht müssen wir, wenn wir uns jetzt über Strategie und Aktionen Gedanken machen, auch über Kommunikationswege Gedanken machen, wie wollen wir überhaupt unsere Botschaft transferieren auf die Wähler. Und da haben die Massen leider Gottes in Deutschland, die großen Medien werden ja gekauft, die liegen auch in den Händen von großen Konzernen, und die Aufsichtsräte von ARD und ZDF sitzen auch CDU-Politiker, und das ist für mich eine ganz, ganz große Hürde, die Resonanz, was wir machen, verpufft einfach durch die Medien, das kommt einfach nicht über, ja, und da müssen wir uns Gedanken machen. Ja, das ist ein Thema, wir haben ja das gestern auch schon mal kurz diskutiert, da waren wir froh, da war Presse da, ja, aber natürlich die Medienarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt, und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Nachricht an das Netzwerk, dass wir da vielleicht noch auch, was Jean auch schon gesagt hatte, mit Informationen versorgt werden will. Ich habe jetzt noch einen kleinen Ausblick und habe gefragt, wer möchte denn jetzt noch sagen, was man sich von der Bewegung wünscht, und hat Berit gesagt, sie möchte das, ich möchte gern positiv schließen, noch etwas an euch weitergeben. Genau, nochmal zum Abschluss. Also ich wünsche mir, dass die Bewegung eine als Bank fungiert, mit einem langen Atem, an der sich die Konzerne noch oft stoßen werden. Und ich wünsche mir, dass zu der geplanten Grenzaktion mit Treckern, dass sich da noch viele dezentrale Aktionen anschließen und wir da gemeinsam zu CETA in Deutschland zur Abstimmung arbeiten und dann mal schauen, was da so draus wird. Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr positiver Ausblick. Was ich jetzt mitgenommen habe, so zusammengefasst, ist, wir müssen auf jeden Fall auf die Parteien richtig einwirken vor den Wahlen, ganz besonders. Wir wollen eine große symbolische Aktion haben, um zu zeigen, wir leben noch. Und wir müssen Strategien entwickeln im Hinblick auf die CETA-Ratifizierung. Und jemand von euch hat es vorhin gesagt, das würde ich gerne als Abschlussmotto, auf jeden Fall müssen wir weiter Druck machen, weil weiter wie bisher ist keine Option. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir noch weiter diese Fragen diskutieren werden. Vielen Dank an das Podium. Wir haben auch ein kleines Geschenklein. Ja, wir haben auch kleine Geschenke. Hier in Frankfurt trinkt man ja Apfelwein. Ich finde das Zeug schrecklich, aber es gibt viele Leute, die es wunderbar finden. Und wir sehen uns noch. Vielen Dank an euch für eure Geduld. Ja.